Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lan, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute gleich vier Toys anschauen, die man alle über einen Special Weg vom Inji bekommen können. Und dazu bin ich jetzt hier auch gerade im LFR-Teil, da möchte ich euch nämlich auch noch was zu zeigen. Also das hat auch gleich eine Relevanz, warum wir hier rumdödeln. Was sind das für Toys? Und zwar gibt es insgesamt jetzt vier Toys, die wir bekommen können, indem wir mit dem Inji Schrottteile klein machen. Eins habe ich davon schon mal im Inventar, das ist die zerbeulte Dose. Und die anderen habe ich auch schon gelernt, da werden wir jetzt aber auch gleich noch drauf eingehen. So, diese vier Toys kriegen wir, wie gesagt, über Schrott klein machen. Und da haben wir nämlich einen Spell, der schimpft sich Schrott durchwühlen. Und da können wir immer fünf Schrottteile rein setzen und können dann dementsprechend mit einer relativ kleinen Chance eins dieser Toys kriegen. Drei Toys gab es mit Start der Expansion und eins ist mit Patch 10.05, glaube ich, dazu gekommen. Das ist die zerbeulte Dose hier. Oder nee, 10.07, so rum, da steht sogar unten dran, dass ich jetzt hier nichts Falsches sag. Und eventuell kommen im Laufe der Expansion dann noch mehr Toys dazu, das weiß ich jetzt noch nicht, werden wir mal sehen. Genau. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht erstmal diesen Spell, Schrott durchwühlen, und dafür müsst ihr Ingenieur sein. Dann müsst ihr was Spezielles skillen, und zwar optimierte Effizienz. Und dann brauchen wir hier erstmal die optimierte Effizienz und dann Verschrotter. Wenn ihr das ausgeskillt habt, dann könnt ihr quasi hier die Sachen verschrotten. Und den Schrott bekommt ihr über mehrere Wege. Ihr habt eine Chance, wenn ihr eine Bombe schmeißt, also eine Ingi-Bombe, dass ihr Schrott bekommt, wenn ihr das geskillt habt. Ihr könnt es aber auch über diese Items kriegen, die ihr dementsprechend auf euer Gear draufsockeln könnt. Und zwar gibt es bestimmte Ingi-Items, die ihr craften könnt, die Brille zum Beispiel oder auch hier die Handgelenke. Und da könnt ihr so Steinchen draufbauen. Tüftlermodul heißt das. Da gibt es alles mögliche verschiedene. Welches ihr da nehmt, ist wurscht. Und wie funktioniert das? Ihr setzt dieses Item ein und habt dann eine Chance, dementsprechend ein Schrottteil zu kriegen. Wenn ihr 5 Schrottteile habt, könnt ihr das verschrotten und da habt ihr dann wiederum eine Chance, diese Toys rauszukriegen, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. So, die Dinger haben unterschiedliche Abklingzeiten. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier das Teil auf den Händen oder Handgelenken nimmt, was ich da drauf gesockelt habe, was mich unsichtbar macht, hat 10 Minuten Abklingzeit. Das andere hat hier sogar eine halbe Stunde Abklingzeit. Aber es gibt eine Möglichkeit, solche Abklingzeiten zu resetten. Wenn man einen Raid-Boss angreift und den resettet, ihr kennt das wahrscheinlich mit dem Heldentum, zieht einen Boss raus, resettet Heldentum, könnt ihr alle Sachen resetten, alle Cooldowns. Ne? Das gilt für, glaube ich, alle Cooldowns über 2 oder 3 Minuten. Heißt, ihr könnt nicht nur Buffs und Debuffs resetten, ihr könnt auch solche Items resetten. Jetzt haben wir hier gerade den Panzer von Enzord. Es ist vollkommen wurscht, welchen Dungeon-Boss ihr nehmt. LFR ist halt praktisch, weil ihr euch einen Alte alleine reinqueuen könnt. Ich pull den und habe jetzt hier den Umhang nicht an. Und ihr seht, der Boss ist instant resettet, weil ich übernommen wurde, wenn ich den Umhang nicht anhab. Keiner ist mehr im Kampf, Boss resettet. Und tada, die Cooldowns sind hier quasi zurückgesetzt. Jetzt mache ich mal das Inventar auf. Zeige euch, jetzt haben wir hier 4 von den Teilen. Jetzt mache ich mein Unsichtbarkeitsding an. Oh, ich habe sogar einen Proc gehabt. Ich habe 2 gekriegt. Manchmal kriegt man 2, wenn es proct. Genau, die Schrottteile gekriegt. Der Panzer hat jetzt hier wie die meisten Bosse eine 30 Sekunden Respawn-Zeit. Heißt, ihr könnt alle 30 Sekunden über einen LFR-Boss oder auch jeden anderen Raid-Boss, seht ihr, da ist er wieder. Holen wir wieder, werden übernommen, Kampf endet und Cooldowns sind resettet. Das funktioniert nicht nur mit solchen Cooldowns, sondern mit allen möglichen Sachen. Also da kann man ein bisschen tricksen, wenn man das will. Und ja, so könnt ihr euch effizient die Schrottteile farmen, wenn ihr das denn machen wollt. Diese 4 Toys, die ich euch jetzt zeige, die sind auch alle im Auktionshaus kaufbar. Sie sind nicht seelengebunden. Dort sind sie aber relativ teuer. Ja? Also muss man sich überlegen, ob man die hier selber farmt oder ob man die dementsprechend im Auktionshaus kauft. Ihr könnt natürlich auch auf dem normalen Weg, wenn ihr mit eurem Inji-Char rumlauft, alle 10 Minuten irgendwie so ein Ding aktivieren, wird dann halt wesentlich länger dauern. Ich kann euch jetzt mal bei WoW Head die Sachen reinziehen. Hier hat einer seine Tries mitgetrackt. Der hat 700 Casts von dem Verschrotter durchgehauen und das sind halt 700 mal die 5 Teile. Und was er rausgekriegt hat, also er hat hier von grauen Sachen 400 irgendwas rausgekriegt, von den weißen Materialien 209. Dann gibt es ein paar so grüne Items, die man rauskriegen kann. Das sind auch wieder so Bombengedöns, was man einsetzen kann. 34, dann gibt es noch so ein paar andere Mats, die er rausgekriegt hat, 20. Und dann insgesamt 11 Toys. Also etwa hat er jetzt hier ausgerechnet eine Dropchance von 1,57%. Wahrscheinlich liegt es irgendwas zwischen 1 und 2%. Rum, dass man die Toys kriegt. Das sind jetzt noch die alten 3 und die werden wir uns jetzt gleich mal als erstes angucken. Und zwar
Schauen wir jetzt erstmal, haben wir hier defekte Weltuntergangsmaschine. Also das ist eins davon. Und was macht das? Aktiviert die Weltuntergangsmaschine 5 Minuten Abklingzeit. Naja, sie heißt defekte Weltuntergangsmaschine. Schauen wir mal, was passiert. Okay, es hat nicht funktioniert. Ich habe nur ein graues Item bekommen. Achso, die muss man werfen, bevor sie explodiert. Ungültiges Ziel. Achso, das kann man dann auf einen Gegner werfen, oder? Jetzt schauen wir mal. Ah, okay, das Ding ist einfach hochgegangen. Ja gut, ziemlich unspektakulär. Also wir bauen quasi eine defekte Weltuntergangsmaschine und die geht dann kaputt. Ja gut. Das nächste ist der defekte Tana 54. Und was macht das? Hüllt den Benutzer in ein Tarnfeld, das ihn unbemerkt herumschleichen lässt. Zumindest hat es früher so funktioniert. Also ist wahrscheinlich auch wieder kaputt. Benutzen wir das mal. Was haben wir jetzt drauf? Alle Augen versteckt. Ah ja. Also ich schleiche rum, aber man sieht mich trotzdem. Seht ihr das? Es ist ganz witzig, ja. Und das letzte, was wir haben, jetzt schauen wir mal, wie hieß das? S.I. Also Sitz heißt das und das macht folgendes. Baut einen halbwegs bequemen mechanischen Sitz auf jeden Fall besser als auf dem Boden zu sitzen. Das machen wir jetzt mal. Ah, das können wir nicht in der Schlachtzugsinstanz benutzen. Heißt, da müssen wir uns jetzt einmal für rausporten. Machen wir das mal so. Also wie gesagt, ihr könnt euch auch überall anders anmelden. Bleibt sich vollkommen gleich, welche Instanz ihr macht. Hier in Nialota beim letzten Punkt, ne? Wenn wir hier unten anmelden, dann haben wir halt einfach den Vorteil, dass wir dementsprechend nicht mehr den Boss irgendwo rausziehen müssen, sondern der resettet halt instant. Ne? Ich bin jetzt hier gerade in Boralos, da kann man bei diesem Tortolaner in dem Gebäude da hinten anmelden. Swordler geht das natürlich auch, aber wie gesagt, hier geht auch jede andere Instanz, ne? Muss auch nicht LFR sein. Gut, dann wollten wir das Sitzding einmal ausprobieren, machen wir das mal. Und auf was hocken wir jetzt? Achso, da hocken wir noch nicht drauf, das sieht aus wie ein Klo, kann das sein? Obwohl, das ist, was soll wahrscheinlich ein Stuhl sein, aber sieht, hat irgendwie so Klo-Vibes, ich weiß auch nicht. Ich schleiche halt immer noch rum, ne? Bin ich eigentlich langsamer mit dem Schleichen-Ding? Weg? Ne, man ist nicht langsamer, ne? Aber sieht irgendwie komisch aus. Naja gut, das Sitzding haben wir auch ausprobiert. Und wie gesagt, das sind die drei aus dem Starter-Expansion. Und das ist jetzt das neue zerbeulte Dose. Das war auch das Einzige, was ich selber bekommen habe. Ihr seht, regionaler Preis 472.000. Also die sind auch sau teuer, die Dinger. Ich lerne das jetzt trotzdem. Die anderen drei habe ich mir tatsächlich alle im Auktionshaus gekauft. Für, glaube ich, jeweils 100k. Aber die kosten auch im Durchschnitt 300.000. Also das ist schon echt selten. Habt ihr gesehen, 700 Cast hat der Kollege da gebraucht. Also das ist schon eine Hausnummer. So, das war jetzt einmal die zerbeulte Dose. Jetzt guck mal, was die noch macht. Bringt etwas Müll an eure Angel an und werft sie aus. Ihr werdet damit vermutlich nichts fangen, aber wenigstens sieht es so aus, als würdet ihr es versuchen. Okay, das machen wir doch mal. Ich brauche eine Angelschnur. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Angeln geskillt habe. Wahrscheinlich nicht. Doch, ich habe sogar Angeln. Schauen wir doch mal. Stelle ich mich halt einfach mal hier hin. Stopp. Ah, da fängt man dann direkt an zu angeln. Schau mal, da haben wir jetzt so eine Dose dran. Ach so, das... Ah, I see, man angelt nicht wirklich. Ich dachte, das ist jetzt so eine Art Köder, sondern man schmeißt einfach nur was rein und es sieht halt so aus, ob man angeln würde. Okay, das ist einfach nur so eine Dose. Mir ist es eigentlich nicht. Ja, ist ganz, ganz witzig. Ich dachte jetzt halt, das ist so ein Köder für die richtige Angel. Und man hat so eine fancy Inji-Angel in der Hand. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Hat was. Ja gut, das war es eigentlich soweit mit den Toy Guide. Jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie das mit dem Verschrotten funktioniert. 7 Dinger haben wir, ja. Also ich ziehe das jetzt hier rein. Und jetzt ziehe ich bestimmt nochmal ein Toy raus. Nee, hab einfach nur so ein Ding gekriegt. Naja. Also zu 99% kriegt man irgendeinen Schrott raus, ne? Man tut ja auch Schrott durchwühlen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das selber mit dem Inji erfarmt habt und wie lange das gedauert hat. Und wenn nicht, vielleicht habt ihr euer Maha gekauft. Würde mich auch interessieren, was ihr dafür rausgelatzt habt. Vielleicht habt ihr es ja noch ein bisschen günstiger als ich bekommen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten kleinen Toy Guide wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.